Vielen Dank. Schön, dass wir es uns hier so gemütlich gemacht haben. Ist auch ganz schön warm geworden, Mensch. Mensch, André, ohne dich wäre das heute auch nicht so schön hier. Weil ohne dich gäbe es ja eigentlich die ganzen Lieder nicht. Denn André schreibt, komponiert, produziert alle Lieder. Sag mal, André, was meinst du eigentlich vorhin? Du hast in deiner schönen Anmoderation vorhin hier sowas gesagt. Da bin ich nicht ganz schlau draus geworden, André. Ja, wir haben eine, naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann. Was denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Es gibt ja so Menschen, die schauen Fernsehsendungen nicht so wie sie und ich, ne? So ganz normal, so einfach so durch, ne? So eine Sendung, so. Sondern es gibt Menschen tatsächlich, die lassen bei der Fernsehsendung den Fotoapparat laufen. Und es gibt so Einstellungen im Fotoapparat, da macht man, glaube ich, so, weiß ich nicht, 25 Bilder pro Sekunde oder sowas. Und ein Mensch hat sozusagen da eine Stelle gefunden, da, Sag mal, André, wovon redest du? Wir waren gestern Abend im Fernsehen. Wir waren, okay, und ihr seht schon, ich bin ja kein Mann, ich ziehe jetzt auch mal Röcke an, okay? Ja. Ich habe keinen Hosenträger und jetzt auch öfter mal Röcke an. Ja, jedenfalls scheint es so, als hättest du in dem Moment Gornisch an. So, jetzt habe ich es rausgelassen, ne? Dein Ernst? Vergiss es. Ein sogenannter Po-Blitzer. Oh, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe gedacht, es gibt nur Rotblitzen, aber... Naja. Gut. Das war also ein risikoreicher Ausdruck. Lass uns einfach so weitermachen. Ich habe heute für euch einen Rock angezogen, der nicht so flatterhaft ist wie der von gestern Abend. Und habe euch aber noch ein Lied mitgebracht vom ganz neuen.